So, guten Morgen. Es ist Tag 2. Ich hoffe, es wird ein schöner Tag, denn die Nacht war scheiße. Es war arschkalt. Also wir haben Schlafsäcke, die bis 5 Grad theoretisch halten. Bis 10 Grad ist Wohlfühlzone. Aber anscheinend war es kälter. Also ich habe auf jeden Fall ziemlich gefroren, du glaube ich auch, oder? Ja. Keine Ahnung, wie viel Uhr es ist, aber die Sonne ist auf jeden Fall schon länger da. Das heißt, ich würde sagen 7, 8. Jetzt erstmal Wasser holen und dann schauen wir weiter, was wir machen, wie wir hier das alles verbessern. Wieso sitzt? So, dann gehen wir jetzt mal zum Essen schauen. Erstens, ob sie überlebt hat die Nacht. Ich habe in der Nacht mal kurz gecheckt, wo ich auf dem Klo war, dass noch da hing. Hing noch da. Wie ihr seht, ist auf jeden Fall noch da. Nice, es sieht auch nicht irgendwie ameisenbefallen oder so aus. Sehr schön. Den Spot merken wir uns. Und jetzt geht's wieder zurück zu unserem Tarp. Zu unserem Basecamp, so muss ich es nennen ab jetzt. Das klingt viel cooler. So, Challenges. Tag 2. Orientierung. Erstelle eine Karte der näheren Umgebung. Crafting. Baue ein Wasserrad. Wissen. Finde 10 Bäume oder Sträucher mit genießbaren Früchten. Vermerke den Standort in deiner Karte. Survival. Schleife das zur Verfügung gestellte Messer so, dass es in 2 Schnitten das Kletterseil durchtrennen kann. Ja, also wir haben hier noch Papier für die Karte. 2 Kletterseile, die sind übrigens ultra schwer zu durchtrennen, falls ihr das nicht wisst. Ja, never mind. Ein drittes Kletterseil noch. Ein viertes. Wir ein paar Versuche haben. Ja, ich habe nicht in die Schneide gelangt. 2 Messer und 2 Stifte. Ich glaube, das Messer schleifen wir nicht ohne, die Karte wird nicht ohne. Das Wasserrad. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wird fast am schwierigsten. Und 10 Bäume oder Sträucher mit genießbaren Früchten, das wird auch hart. Vor allem Früchten. Ja. Ich habe noch nicht mal 10 Früchte gesehen. Ich habe bisher eine Einbeere gesehen und die ist definitiv nicht genießbar. So, wir machen jetzt weiter mit den Challenges. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir erstmal versuchen, die Messer zu schleifen und dann versuchen, das Wasserrad zu bauen. Mal schauen, ob das was wird. So, wir testen jetzt, wie scharf die überhaupt mal sind. An der Seite, mach an der Seite. An der Seite. Wir haben es gerade schon probiert. Ist egal. Irgendwo an der Seite testen wir, ob man überhaupt da irgendwie was macht. Bisher sieht es nach sehr gar nichts aus. Ja, also ganz, ganz wenig ist da durchgeschnitten worden. Plan ist jetzt das Ganze an Steinen zu schleifen. Ich habe eben schon so probiert, aber es bringt auch nicht so viel. Ich glaube, das macht gar nichts. Ja, exakt. Und deswegen suchen wir jetzt größere Steine und versuchen daran dann irgendwie die Messer zu schleifen und schauen, dass wir die Challenge vielleicht hinbekommen oder zumindest die Messer brauchbar machen, dass wir die für unsere anderen Aufgaben nutzen, also hauptsächlich für das Wasserrad, weil da haben wir schon ein paar Ideen. Die meisten sind einfach nicht durchführbar wahrscheinlich, aber da brauchen wir auf jeden Fall Messer dazu. Und dann hoffen wir, dass wir die wenigstens dafür hernehmen können und dann hoffentlich am Ende des Tages das Kletterseil durchschneiden können. Und es ist ja nicht irgendwie durchschneiden, sondern in zwei Schnitten durchschneiden. Das heißt, es muss schon verdammt, verdammt scharf sein. So, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir direkt darüber gehen mit unseren Sachen. So, wir haben jetzt Steine. Die sind relativ rund und groß. Und wir probieren einfach mal, ob wir jetzt irgendwie das Messer scharf bekommen. Ich hoffe mal schon. Weil eigentlich ist ja jeder Schleifstein auch nur mehr oder weniger ein Stein. So, ungefähr, weiß nicht, 5 Minuten maximal. Haben wir jetzt geschliffen und probieren wir es mal. Testen wir mal. So, wichtig ist Unterlage.
dass man Druck ausüben kann und viel Druck ausüben, dass die Klinge auch maximal die Wirkung entfaltet. One shot nice aus, das war der erste. So, und den zweiten machst du ich. Easy. Easy. Eineinhalb, fast. Ah, ist nicht durch, Luis! Ah, dann muss ich nochmal. Mal schauen, ob es in einem geht. In einem. In einem hat er es durch. Chichi, easy. Dann brauche ich meins gar nicht weiterschleifen. Aber wir können ja auch nochmal meins testen, wie gut ich meins geschliffen habe. Nimm es auch nochmal. So. Ach, ganz schlecht, schaut. Oh, geht gar nichts. Ah, das ist länger, mit der längeren Klinge, da sollte man... Ja, aber das geht... Haben wir... Das geht, das geht kaum. Challenge Nummer 1, abgehakt. So, jetzt kommen die schweren Challenges. Aber Luis schleift jetzt noch das andere weiter, weil wir es hinbekommen wollen. Mit dem auch, zumindest mal testen. Und ich suche jetzt mal die Materialien für meine Idee, wie wir das Wasserrad machen können. Ja, da nehme ich euch mal mit und dann schauen wir mal, ob wir was Cooles finden. So, ich bin jetzt gar nicht so weit gegangen und ich habe hier schon den Stab hier gefunden. Mit dem werde ich das jetzt einfach mal ausprobieren. Der ist jetzt schon abgebrochen. Ich glaube, wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, weil der wahrscheinlich zu trocken ist. Aber ich wollte es mit dem jetzt ausprobieren, weil bevor ich von irgendwelchen Bäumen Äste abschneide, probiere ich es jetzt einfach mit dem hier, ob das mit dem schon funktioniert, der einfach hier jetzt rumgelegen ist. Der fühlt sich relativ trocken an, aber kann man ja trotzdem mal probieren. Also der Plan ist, wir müssen ja ein Wasserrad machen. Ich nehme hier immer so kleine Stücke Rinde, schneide die ein Stückchen weit raus und klappe sie hoch. Und das mache ich den ganzen Ast lang. Und hofft, dass es dann genug ist, dass wenn wir es ins Wasser legen, dass sich der Ast dann dreht. Man sieht es, glaube ich, ganz gut. Ich finde, es schaut echt gut aus. Aber ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwie funktioniert. Ich glaube, mit denen, das sind jetzt ja nur 4 Blätter, wahrscheinlich noch nicht. Das heißt, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen weiter hier den Stamm hoch machen. In dem Bereich einfach nochmal, weiß ich, 6 Stück dazu oder so, dass man 10 hat. Und dann probieren wir es jetzt erstmal aus. So, das Ganze schaut jetzt mittlerweile so aus und wir machen jetzt mal den Feldtest. So, testen das Ganze nochmal. Ich versuche das hier aufzulegen, das habe ich gerade gefunden. Da ist so ein Stock, wo ich es auflegen kann, um nur ein bisschen ins Wasser zu halten. Okay, das funktioniert ja mal gar nicht. So, ich hoffe, man sieht es hier, wenn ich das rein, also wenn ich es hoch tue und wenn ich es reinlege, die haben einfach nicht genug Widerstand. Also vielleicht in der Theorie, ganz vielleicht in der Theorie, wenn ich alles von diesem Stab so mache, könnte es funktionieren. Aber ich glaube, die Rinde wird es einfach nur wegdrücken und das wird gar nichts bringen. Ja, okay. Also die Idee war, fand ich cool, aber ich glaube, nicht wirklich umsetzbar. Irgendwie müssen wir uns doch was anderes überlegen. Fazit zum Tag bzw. zu den Challenges hauptsächlich. Wasserrad schaffen wir nicht. Ich weiß nicht, wie wir, also ich komme auch nicht auf eine Idee, wie wir das machen sollten. Falls da jemand eine Idee hat, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen, weil ich habe echt keine Ahnung und dann würde ich das echt gerne noch ausprobieren. Also wenn ihr eine gute Idee habt, dann schreibt es rein und dann probiere ich das nochmal in einem extra Video aus. Karte machen werden wir nachher noch fertig machen. Also wir haben ja noch, würde ich sagen, 2 Stunden Sonnenlicht und wir sind jetzt ja auf der anderen Seite des Flusses. Also über diesen Fluss sind wir ja vorher immer drüber gegangen und auf der anderen Seite sind wir jetzt und jetzt werden wir noch in die Richtung da gehen und dort die Wege markieren und vor allem dann auch nach Pflanzen suchen, weil da haben wir noch keine einzige. Ich habe vorher, wo ich kurz ein bisschen unterwegs war, einen Pilz gesehen, den werden wir markieren und Rest müssen wir noch schauen, was wir da für essbare Pflanzen finden. Aber es waren jetzt sozusagen die Tageschallenges, aber wir haben noch ein bisschen was vor und wir sehen uns dann nachher wieder. So, also ich bin jetzt hier und hole jetzt mal ein bisschen Trinkwasser, Flasche mit dabei. Und hier holen wir unser Trinkwasser, schaut sehr gut aus hier. Aber wenn man hier ein bisschen durchgeht, dann kommen wir hier zu fließendem Gewässer. Schaut auch nicht sehr sauber aus, aber dafür haben wir eine Filterflasche. Das Wichtigste ist, dass es eben fließt. Das tut es hier leicht. Dann werde ich jetzt mal ein bisschen Wasser besorgen.
Ich glaube, wir sollten das hier ein bisschen ausbauen. Das ergibt. Herr Biber hat uns eh schon hier so einen Stamm dagelassen. So, das war gerade richtig dumm. Ich habe mich geschnitten. Ja. Mal schauen, was wir jetzt machen. Louis ist gerade nicht da, das heißt, ich werde jetzt mal aus dem Erste-Hilfe-Set was rausholen. Es brennt auch ziemlich. Und dann schauen wir weiter. Oh, fuck. Das war richtig dumm. Es blutet immer noch ziemlich. Louis hat gerade frisches Wasser geholt, sehr gut. Das heißt, erstmal kurz abspülen. Okay, es spielt irgendwie nichts ab. Mach mal auf. Ich will ja gar nicht, dass zu viel rauskommt. Das muss ja reichen für die eine Runde. Okay. Nochmal drum. Ah, nee. Das passt so, oder? Ja. Wobei, zeig mal. Ja. Passt. Ich hoffe, dass das Ganze nicht zu tief ist. Ja, ich weiß nicht, wie tief es ist, aber wir haben es jetzt erstmal notdürftig verpflastert und schauen jetzt einfach, keine Ahnung. So, der Tag neigt sich jetzt dem Ende zu, aber wir haben noch eine wichtige Sache zu erledigen. Und zwar war es ja letzte Nacht richtig, richtig kalt und es wird diese Nacht nicht besser. Und wir haben schon Glück mit dem Regen, weil es nicht regnet, aber da müssen wir trotzdem noch was dagegen tun. Unser erster Einfall war jetzt, dass wir hier an der Seite, ich zeige es euch mal schnell, überall wo das Tarp am Boden ist, vor allem hier hinten, Holzstämme drauf tun, damit einfach die Luft nicht so durchzieht. Wenn von hier nach da drüben vor allem der Wind durchzieht, ist es extrem kalt. Das heißt, wir versuchen jetzt noch irgendwie Stämme zu finden, zu sammeln und das dann irgendwie zuzumachen. So, einmal außenrum hier die ganzen Hölzer gemacht. Hier ist noch fixiert mit einem kleinen Holz, weil der ist immer runtergerollt. Hier überall mehr oder weniger große Äste. Hier habe ich ein paar mehr hingelegt, aber weil es kleinere sind. Und dann hier noch die zwei. Ich hoffe, das hält jetzt ganz gut für diese Nacht. Ansonsten wäre mir auch noch die Decke. Aber ja, das war es jetzt eigentlich vom Tag. Wir haben ja noch die Challenges für Tag 3 bekommen. Die werden wir uns dann aber erst morgen anschauen. Ich bin mal echt gespannt. Ja, ansonsten war es das für heute. So, fuck. Wie ihr seht, bin ich wieder zu Hause. Wir hatten eigentlich geplant, das Ganze über mehrere Tage zu machen. Hat nicht funktioniert. Und zwar aus folgendem Grund, wir mussten das Ganze abbrechen, weil wir wissen noch nicht, ob es Essen war oder das Trinken. Eigentlich sollte der Filter da alles rausziehen. Aber wir haben uns irgendwas eingefangen, die in der zweiten Nacht, also wir konnten quasi nichts mehr bei uns behalten. Das hat irgendwann nach dem, also ich weiß natürlich nicht, wie viel Uhr es war schon dunkel. Wir schätzen einfach so Richtung, so gegen Mitternacht oder 11 Uhr hat es angefangen. Und dann so eine halbe Stunde, eine Stunde Rhythmus sind wir immer aufgewacht. Und bei mir persönlich war es so, dass mir immer wieder schwarz vor Augen geworden ist. Ich mich nicht wirklich dann teilweise auf den Beinen halten konnte. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich dann nicht mehr aufgenommen habe. So im Nachhinein hätten wir das eigentlich müssen. Aber es war in der Situation einfach nur, was sollen wir machen? Wir haben uns dann abholen lassen, sind dann rausgegangen zum Auto. Beim Auto musste ich mich auch nochmal kurz festhalten am Auto, kurz bevor ich eingestiegen bin. Weil ich wirklich fast umgekippt wäre. Ich habe wirklich nichts mehr gesehen, obwohl meine Augen offen waren. Das ist so. Das ist krass, habe ich noch nie erlebt. Mittlerweile geht es jetzt wieder gut. Es ist jetzt 2 Tage her. Meinem Bruder geht es immer noch
So lala, es wird auf jeden Fall besser. Es ist jetzt nichts ultra tragisches, aber irgendwas haben wir uns eingefangen. Ich weiß es, keine Ahnung was. Ja, es ist schade, dass das Ganze so enden muss. Also schwach bin ich auf jeden Fall noch. Magen ist auch noch nicht so super. Also ich kann noch nicht wirklich alles, also nicht wirklich viel essen. Es waren mehr als 2 Tage geplant. Jetzt mussten wir es halt abbrechen. Ich hoffe, dass das Video euch trotzdem gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt es auch in die Kommentare. Dann planen wir das Ganze einfach nochmal und machen das Ganze nochmal. Dann hoffentlich mehr als 2 Tage. Ja, da müssen wir halt schauen, dass wir das Ganze ein bisschen besser bekommen. Ich würde es einfach als unglücklich abstempeln, weil eigentlich haben wir, vielleicht müssen wir das Wasser dann einfach noch immer noch abkochen, bevor wir es filtern. Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.